Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Ramses, ihr seid gemeinsam aufgewachsen wie Brüder. Gebt aufeinander Acht. Jederzeit. Du weißt, dass etwas nicht stimmt. Du hast es immer gespürt. Deine Eltern haben dir nie die Wahrheit erzählt. Welche Wahrheit? Im Jahre deiner Geburt gab es eine Prophezeiung, dass uns ein Anführer geboren würde, der uns befreien wird. Und dieser Anführer bist du, Moses. 400 Jahren der Sklaverei sind die Dinge hier sehr viel schlimmer geworden. Lass dir sagen, Bruder, du musst sie freilassen. Ist das eine Drohung? Ja! Moses und seine Familie müssen sterben. Was ist das Allerwichtigste in deinem Leben? Das bist du. Und wann wirst du mich verlassen? Niemals. Wir werden sehen, wer von uns besser tötet. Du oder ich. Ramses! Soll mich das demütig machen? Das tut es nämlich nicht! Ich komme, um dir zu sagen, dass etwas bevorsteht. Das jenseits unserer Macht liegt. Es geht um das Überleben Ägyptens, hast du verstanden? Wer hat dir das erzählt? Gott. Ich bin ein Gott. Ich bin ein Gott! Folgt mir und ihr werdet frei sein! Ja! Wir sollen 400.000 Sklaven gefangen nehmen? Wir nehmen überhaupt niemanden gefangen. Es liegt ein Meer vor uns und eine Armee hinter uns! Macht euch bereit! Nummer 4. Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization. In attaining her objectives, Cleopatra has been known to employ torture, poison, and even her own sexual talents, which are said to be considerable. Richard Burton as Mark Antony, rash, impetuous leader of once invincible legion. Dreaded adversary on the field of battle. But a pawn in the arms of this woman. All that I shall ever want to hold, or look upon, or be, or have, is here now with you. Remember, remember. I want you to forget me, please. Forget? How? I can never be more far away from you than this. Rex Harrison as Julius Caesar, who ruled half the world by sheer might. Those ballistas need eliminating. Send out a turtle. But Caesar's dream of conquest included the ambitious Cleopatra at his side. Do as you say. Literally? As if I was something you had conquered? If I choose to regard you as such. Am I to understand, then, that you feel free to do with me whatever you want? Whenever you want? Yes, I want that understood. You will kneel. I will what? On your knees.
You dare ask the proconsul of Rome? I asked it of Julius Caesar. I demand it of you. I have no son. I will bear many children. High Caesar's told me. My breasts are filled with love and life. My hips are rounded and far apart. Such women, they say, have sons. Nummer 3. Many men have wasted their lives in the foolish pursuit of Hamunaptra. Most have never returned. I think you found something. I call it the doorway to hell. Does exist. You have unleashed a creature that we have feared for more than 3,000 years. He's the bringer of death. He will never stop. This summer, Universal Pictures invites you on an extraordinary adventure. Beyond life and time. Come on, come on! Nummer 2. Das Universum sollte einfach sein. Aber das ist es nicht. Es waren die letzten Tage des Römischen Reiches. Die Zivilisation stand kurz vor dem Niedergang. Doch eine Frau, weise, ihrer Zeit weit voraus, war fest entschlossen, die Menschheit wieder zu vereinen. Was auch immer auf den Straßen geschieht, wir halten zusammen. Wo sind die Truppen? Kein Heer bändigt diesen Pöbel. Sie schrecken auch vor Frauen und Kindern nicht zurück. Gott schenkt mir die Kraft und ich werde diese Stadt vom Unglauben reinigen. Ich habe so lange geforscht. Jetzt endlich konnte ich das Rätsel entwirren. Hört diese Versammlung etwa auf den Rat einer Frau? Hört auf! Wenn ihr trotzdem nichts unternehmt, wird immer und immer wieder dasselbe geschehen. Bis in dieser Stadt kein Mensch mehr lebt. Niemand mehr, den diese Regierung regieren kann. Nicht mehr länger schützen. Ich wollte immer, dass du frei bist. Ich bin frei. Ihr stellt nicht in Frage, was ihr glaubt. Aber ich muss das tun. Nummer 1. There was a time when the cinema was a place of spectacle and wonder. When unforgettable films played on gigantic screens that overwhelmed the imagination. Now that time has come again. Behold his mighty hand! Paramount Pictures proudly presents Cecil B. DeMille's The Ten Commandments.
my people go. Come to me no more, Moses. You will surely die. So let it be written. Death to the slaves! The Ten Commandments, newly restored and presented in 70mm Super VistaVision with 6-track Dolby stereo sound. Who shall withstand the power of God? Relive the magic of an unforgettable motion picture event. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.